Schön. Nice. Tomaten. Tomaten. Hat nur Tomaten? Wieder Tomaten. Ey, das gibt's ja wohl nicht. Zeig mir den scheiß Tomaten. Also goldene Truhe noch. Also Plus machen. Und nochmal Tomaten. Go, go. Nochmal Tomaten. Fein. Ne, öffnet außer die große. So. Schriftrolle 1 von Romulus. Summen und Bilder teilen. Dann hast du die Rüstung von meiner Familie hier. Sie ist einer der besten, die an ihm fertig wurde. Möge sie dich. Bla bla, stärken. Genau, die Tür braucht. Bla bla, rechts. Schon wieder 6 Schlüssel, um sie zu öffnen. Bla, hab ich die jetzt schon gehabt? Früher? Ups. Ja, so sah. Sieht die Rüstung aus. Ich glaube, die ist neu. Weiß ich noch nicht ganz genau, wenn wir dann erfahren. Ich lasse mich überraschen. Die Schlüssel in eine geheime Schatzkammer. Moment. Habe ich jetzt hier wirklich alles? Ja. Hab's. Und die Klappe öffnen. 50%. Erfolg, Goldjunge. So ein Abschnitt der Beutetürme, um mehr Informationen darüber zu erhalten. Wir haben noch Zeit. Das brauchen wir. Kenn ich schon. Zack, das die Anhänger von Romulus. Diese Bande falscher Heiden terrorisiert die Stadt schon seit Monaten und treibt die Menschen in die Arme der Kirche. Wie praktisch. Genau. Ich vermute, die Borgia unterstützen sie. Doch Beweise dafür sind rar. Deshalb ist dieser Brief auch so wichtig. Hier ist er. Ich hoffe, ihr könnt ihn entziffern. Katzo, schon wieder verschlüsselt. Dieser sollte doch eigentlich lesbar sein. Sie übermitteln sie mit einem Chiffrierblatt. Ohne das haben wir nichts. Manchmal ist Logik nicht der einzige Weg, eine Schlacht zu gewinnen. Andiamo, ihr sagtet, wir hätten Verbündete. Bringt mich zu ihnen. Folgt mir. Hm, Verbündete. Ist das nicht schön? Kommen und dann wie viel? 52 war es gerade. Dann mal zu unserem Verbündeten. Ich meine unseren. Ja, ja. Schneller bitte. Ich kann auch rennen. Leuchtet was. Okay. Wir sind in letzter Zeit oft durch die Tunnel gewandert, um den Wachen auszuweichen, aber viele der Eingänge in die Stadt sind zerstört. Durch diese Tunnel kommen wir schnell ans Ziel, ohne auf Widerstand zu treffen. Schön, schön. Guck, dass die Tür wieder zu ist. Steck Tiber in. Die bist ja nicht alles. Oh mein Gott. Forum Romanium. Hochscrollen. So. Akzeptieren. Wir wollen wirklich an diesem Ort reiten. Reisen. Reiten. Komm ich hier so reiten? Egal. Benutzen AWDS, um eine Waffe im Waffenrad zu auswählen. Das
konnten wir jetzt übelst schnell lesen. Ben trovato, Niccolo. Ah, Ser Ezio, welch Ehre. Fabio Orsini zu euren Diensten. Ich habe viel von euch gehört, von meinem Cousin, Bartolomeo Dalviano. Ein feiner Krieger. Fabio lieh uns ein leeres Lager auf der Isola Tiberina. Ich weiß, dass ihr aus der Toskana bessere Unterkünfte kennt. Es ist perfekt. Bene. Dann beginne ich mit den Vorbereitungen für die Romagna. Noch kommandiert Cesare, meine Männer, aber bald sind wir hoffentlich frei. Nun schlage ich vor, dass wir den Angriff auf die Borgia planen. Oh, glaubt ihr, wir sind für einen solchen Angriff bereit? Ja. Wisst ihr zum Beispiel, wohin die Borgia Caterina Sforza brachten? Was? Dann wisst ihr auch nicht, dass die Borgia den Edenapfel haben? Wie konnten wir den Apfel verlieren? Also wisst ihr nicht, was unsere Feinde tun? Gibt es wenigstens einen Widerstand, der uns hilft? Kaum. Wir führen einen aussichtslosen Kampf gegen Cesares französische Verbündete. Wir haben ein paar Mädchen in einem Bordell, das von Kardinälen und anderen wichtigen Römern besucht wird. Mhm. Aber die Besitzerin ist faul und feiert lieber Feste, als unsere Sache zu unterstützen. Was ist mit den Dieben der Stadt? Haben die eine Gilde? Sie. Aber sie wollen nicht mit uns reden. Ich weiß nicht warum. Was habt ihr jetzt vor? Neue Freunde finden. Noch mehr Freunde. Oh. Diebesgilde. Auch wieder mal. Oh, 100% synchronisiert. Synchronisation. Warten jetzt. Nein, nicht beenden. Folge. Rom in Ruinen. Es lädt. Verstecke werden im Kampf durch die blaue Punkte auf der Minikarte dargestellt. Ach. Quest 3. Der Krieger, der Liebhaber und der Dieb. Außenposten. Was ist denn das hier? Erstmal Tabulator. Wir dahinter haben. Ach, Unterschlupf. Aussichtspunkt. Gut. Danach können wir eigentlich zum Schmied gehen. Piss dich. Tat. Ah ja. Ah, Einkommen eingezahlt. Aha. Floggy. Zack. 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 Und wieder eine Tour. Wolle. Ist das nochmal Unterschlupf? Noch ein Unterschlupf. Lass mal synchronisieren. Schöne Aussicht. Man muss wieder hoch. Nein, nein, nicht. Schmied. Das mache ich erstmal als nächstes. Kann man auch später nachlesen, habe ich. Sorry Leute, irgendwie ist mir das irgendwann das voll fail, was ich gemacht habe. Ich weiß nicht warum, der Ferbs hat bei mir die Aufnahme abgebrochen. Wisst jetzt aber, ihr habt jetzt nichts viel verpasst, also lol. Und
Ja, das ist irgendwie ganz komisch. Ich habe normal gespielt und bis ich gemerkt habe, dass ich die Aufnahme beenden will, hat er mich irgendwie wieder startet. Obwohl ich gar nicht abgebrochen habe. Es war ein bisschen komisch. Und ja, das werden wir jetzt hier bereiten hier. Also, aber ich soll jetzt hier bloß einen Typen, la, weiß ich jetzt nicht mehr. Ich muss nicht merken, wo ich ob das gebadert, alles weg war. Ja, also eine Viertelstunde das Party fehlt hat. Eine Viertelstunde umsonst erzählt habe. Ja. Egal. Ich werde hier noch die Sequenz machen. Einfach ihn treffen sie eben alte Freunde und so. Also sonst nichts weiter verpasst eigentlich. Was jetzt passiert war. Das war irgendwie bloß komisch, weil es komisch war. Nee. Ja. Leider fehlt jetzt auch die Videosequenz, aber ich weiß auch nicht, wie ich jetzt wieder nachreichen kann. Die hat ja schon gespielt alles und so. Geht leider nicht mehr. Tut mir leid, aber ja, bestimmt. Wäre. Fuck, fuck. Boah. Mach jetzt hier noch. Nicht. Ich gehe jetzt hier noch zum Zier und dann halt ja vielleicht noch einen Anhang finden. Oh, und dann kann ich es auch nicht mehr. Das war jetzt so blöd gelaufen. Aber irgendwo. Ach, da oben. Treppen. Gut. Na, Wolpe, genau. Und entdeckt zu werden. So. Und was haltet ihr davon? Hilfe! Wolpe, mein Sohn Claudio wurde verletzt. Sie werden ihn erschießen. Die erledige ich. Los, holt euch die anderen. Okay. Die machen wir schnell noch. Ah, ich will angreifen. Verdammt. Das ist